Was sie für 30 Euro auf der Comic-Con in Dortmund... Es war eine riesengroße Halle. Wir haben sehr viel gesehen. Wir sind unglaublich viel gelaufen. Wir haben so oft verlaufen. Na, das war eigentlich die falsche Antwort, weil ich habe mich versprochen, aber hey, lass mal einfach so drin. Ja. Was soll man sagen? Die Eindrücke der Comic-Con seht ihr jetzt. So, das blendet. Halleluja. Da Licht. Naja, Beleuchtung ist eh katastrophal. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war mit Jackie auf der Comic-Con in Essen. Und ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht ein bisschen die Wortwahl nehme, die nicht so ganz gediegen ist. Wir haben für unsere Karten in Anführungszeichen zum Glück nur 30 Euro bezahlt. Warum zum Glück? Dazu kommen wir gleich. Die normalen Karten haben irgendwas mit 50, 52 Euro gekostet und die Comic-Con in Essen hat uns geboten eine ganze Halle. Mit sehr wenigen Ständen. Und wir haben da die Ghostbusters getroffen. Die hatten eine Hauptbühne, die in der letzten Ecke stand. Da haben sie ein bisschen getanzt und ein bisschen Show gemacht. Dann hatten die eine Tanzbühne und ein paar Aussteller. Das war's. Und das ist der Grund, warum ich gerade ein bisschen aufpassen muss, dass ich hier nicht das Kotzen krieg. Ich meine, wenn die Ghosties nicht da gewesen wären, schöne Grüße an euch, dann wäre das wirklich ein Reinfall gewesen. Wir haben uns da die meiste Zeit mit den Ghostbusters unterhalten, weil auf den Messen sieht man sich dann doch ein bisschen häufiger. Aber im Großen und Ganzen nicht zu empfehlen. Die Comic-Con in Essen hat auch eine Stellungnahme gemacht, die blende ich euch jetzt ein. Das heißt, wenn ihr die lesen möchtet, einfach nur mal kurz pausieren. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn die sich wirklich nur noch auf eine konzentrieren, wie die wird. Das wird ja die Winter Edition, wo wir übrigens auch sind. Die Karten holen wir uns jetzt und ich bin mal gespannt. So, kurzes kleines Video. Gibt nicht viel zu erzählen, weil es war nicht viel. Und ja, damit erstmal einen wunderschönen Tag noch. Jetzt schon?